Hallo, wir sind hier nun im Spiel der oder im dritten Teamspiel der Vorrunde. Diesmal ein Dreierteam. Das heißt, wir werden jeden dieser Spieler nur zweimal sehen, wenn überhaupt. Dazu sage ich aber später noch was. Hier haben wir ein Spiel zwischen dem grünen Zerg Stigital, der hier gleich mal vergisst, seine Drohnen ans Mineral zu schicken. Jetzt. Also ein grüner Zerg gegen orangenen Protoss Falli. Wir gehen hier auf Produktion und schauen mal, was die beiden treiben. Am Anfang, wie gesagt, nicht so spannend. Beim Zerg vielleicht mehr als beim Protoss, weil es beim Zerg eben entscheidend ist, ob er jetzt hier irgendwie Six poolt oder den Pool sehr spät setzt und so weiter. Protoss fängt ganz normal mit einem Pylon an. Kann ja nicht viel machen. Andere Sachen. Der Zerg allerdings fängt hier mit einem Gas an, was für mich sehr untypisch ist. Also ich kenne den Bild, dass man ein Gas setzt und gleich darauf ein Pool. Aber das Gas zu setzen und dann keinen Pool folgen zu lassen, ist doch eher untypisch. Bei Protoss geht es weiter ganz normal mit einem Warpknoten, der hier an die Choke gesetzt wird, um die Choke zu verkleinern. Chronoboost geht auf den Nexus, um die Sonden schneller rauszuholen, und das erste Gas ist auch auf dem Weg. Beim Zerg ist immer noch nichts da. Jetzt kommt der Pool. Im Gas ist auch nur eine Drohne drin. Jetzt kommt die zweite. Das hätte er mich gehört. Der Pool ist jetzt unterwegs bei ungefähr 12, 11, 12. Hat er den Pool gesetzt. Fallis geht hier scouten. Ich denke mal, er hat den Pool auch gesehen. Ja, hat er. Und verschwindet dann auch wieder, weil er alles gesehen hat, was er sehen musste. Auf Seiten von dem Protoss wird ganz normal jetzt der Kybernetik-Kern gesetzt, nachdem das Warp-Gate fertig geworden ist. Das erste Gas wird auch mit drei Workern befüllt. Falli ist jetzt nicht ganz zurückgegangen, sondern hat seine Probe hier an den Watchtower gesetzt, damit er eben Übersicht darüber hat, was sein Gegner macht und wann er rauskommt. Beim Zerg muss man dazu sagen, dass er, meines Wissens hatte das, glaube ich, bei der Turnieranmeldung dazu geschrieben, relativ neu in dem Spiel ist. Ich sag's nur mal so. Wird sich dann zeigen, ob man das merkt oder nicht. Es kommt jetzt im Pool der Speed Upgrade. Die ersten zwei Zerglinge sind auch auf dem Weg. Die Queen ist auch bald draußen. Zwei Zerglinge sind auch da. Die Zerglinge werden jetzt hier die Probe vom Falli natürlich auseinandernehmen, und damit verliert er hier die Sicht auf den Bereich der Karte. Dafür setzen sich die Zerglinge jetzt hier hin. Wir switchen kurz rüber zum Falli. Er ist jetzt ein Berset draußen, die Robo ist auf dem Weg und das zweite Gas ist auch genommen. Dies ist allerdings nur mit einem Worker gefüllt. Wird sich, denke ich, aber dann auch dann gleich ändern. Hier kommen weitere Zerglinge. Mittlerweile haben wir 6 in Produktion und jetzt sind 12 auf dem Feld. Das sind die, die gerade noch in der Produktion waren. Es sind aber schon wieder 4 weitere in Produktion. Speed Upgrade ist auch gleich fertig. Und die Evolutionskammer ist auch auf dem Weg. Sieht hier also nach sehr ja, Rush-Taktik aus. Es war jetzt kein Six-Pool, aber zumindest sehr schnell auf Linge und dann eigentlich nur noch Linge pumpen, die jetzt hier auch an den Bersen vorbeikommen. Diese Linge sollten vielleicht besser in die Eco, wenn sie schon an den Bersen vorbeigekommen sind. Falli zieht jetzt hier auch seine Probes dazu, um diese Linge zu besiegen, weil er es mit den zwei Bersen nicht geschafft hätte. Schafft es jetzt hier aber mit Hilfe der Probes und den zwei Bersen, die angekommenen Linge zu besiegen. Der Unsterbliche ist jetzt natürlich nicht die richtige Reaktion auf die Linge. Unsterbliche sind eher schlecht gegen Einheiten, die klein und schnell sind. Die Drohne steht hier etwas verloren rum, hat nicht wirklich was zu tun. Wir schauen mal auf die Einheiten. Man sieht jetzt auch an der Drohnenanzahl, dass das Zergspiel mit den vielen Lingen
nicht gut funktioniert. Dadurch, dass er die ganzen Linge gebaut hat, hat er jetzt halt sehr wenig Drohnen, was sich natürlich dann auch im Income bemerkbar macht. Und Fally kann jetzt hier eben mit seinen Einheiten rausrücken, wagt jetzt hier einen Push und die Bersen schaffen es, die Linge hier zu besiegen. Und jetzt ist die Base so gut wie leer. Es sind noch eine Queen und zwei Linge drin. Er versucht jetzt hier noch Stachelkrabbler zu setzen, aber die kommen natürlich auch zu spät. Vor allem mit dem unsterblichen Hintergrund kann man die natürlich sehr gut da wegschießen. Jetzt geht der Unsterbliche mit den Bersen auf die Queen. Die Queen geht natürlich auch sofort down. Und jetzt steht die Basis hier relativ schutzlos da. Vor allem, weil der Unsterbliche schön von hinten schießen kann. Wenn die Linge so gleich direkt auf ihn gehen, ist er zwar relativ schnell down, aber dadurch, dass er hier schön von hinten reinschießen kann, hat er jetzt doch schon 11 Kills auf dem Konto. Der Zerg versucht jetzt hier mit den Arbeitern noch zu flüchten. Baut jetzt hier noch eine Schabenhöhle, die natürlich gegen den Unsterblichen auch nicht genau das Richtige sind. Die Linge kommen jetzt raus. Man sieht, gegen den Unsterblichen sind sie eigentlich ganz gut. Aber ich denke, die können hier jetzt auch nicht mehr allzu viel machen. Der Stachelkrabbler wird nochmal umgesetzt, in der Hoffnung, dass er den Anschlag nochmal zurückwehren kann. Aber das Reinforcement auf Seiten von Fally kommt auch schon hier reingeworbt und jetzt sieht es doch relativ schlecht aus für den Zerg. Selbst wenn er den Angriff jetzt nochmal zurückschlagen könnte, ist er in einer so schlechten Ausgangsposition, dass hier wohl nicht mehr zu machen wird. Aber die Basis geht jetzt auch down. Und es war die einzigste, das heißt, der Zerg hat jetzt keine Basis mehr. Die rauskommenden Flüchtlinge können zwar den Unsterblichen... Nein, können sie sogar nicht. Hätten ihn fast noch gekillt. Aber der Unsterbliche überlebt mit 28 Hitpoints. Und da kommt auch noch das restliche Reinforcement von Fally, der jetzt natürlich hier die ganze Basis auseinandernehmen kann. Und dann kommt auch das GG vom Zerg und ja... Damit hat Fally ein Spiel gewonnen. Schreibt hier Jo. Und der Zerg musste jetzt das Spiel verlassen. Hier ist es. Damit hat Fally ein Spiel gewonnen. Das Ganze läuft jetzt hier aber anders ab. Wie gesagt, es ist ein Dreier-Team. Das heißt, es gibt keine Best of Threes zwischen den Spielern, wie wir es bis jetzt hatten, sondern jeder der drei Spieler spielt jeweils gegen den anderen Spieler. Und derjenige, der die meisten Siege hat, kommt dann in die nächste Runde. Das heißt, Fally hat jetzt hier schon mal einen Sieg bekommen. Und für Stigital wird es jetzt schon schwierig, in die nächste Runde zu kommen, weil er jetzt eben ein Spiel verloren hat. Das Problem ist, dass ich euch wahrscheinlich die anderen Spiele dieser Gruppe nicht zeigen kann. Und deswegen werde ich jetzt mal abwarten, ob ich die Spiele vielleicht doch noch die Erlaubnis bekomme, sie zu casten. Wenn nicht, dann werde ich euch einfach so mitteilen, wer aus dieser Gruppe in die nächste Runde gekommen ist, sondern beziehungsweise ihr werdet es ja dann auch mitbekommen, welcher Spieler im Halbfinale ist. Genau, deswegen wird jetzt aus dieser Gruppe erstmal nichts mehr gecastet und im nächsten Spiel sehen wir dann gleich ein Spiel aus der nächsten Gruppe. Also, bis dann!